solche Aspekte dazugeben, genau. Dann machen wir das natürlich genau. später. Genau. Ne? Okay. Gut. Guten Tag, Herr Beikaber, guten Tag, Herr Pech. Wir wollen uns über die aktuelle Situation im Krisengebiet Irak, Syrien, Türkei, insbesondere über die Lage der Kurden dort unterhalten. Und ja, zunächst möchte ich Sie gerne vorstellen. Norman Pech, Sie sind, Sie sind Völkerrechtler, Jurist und Herr Fahri Baykara, Sie sind im Vorstand der Föderation der Arbeitervereine in Deutschland. Vorwiegend sind dort türkische und kurdisch, türkisch-kurdische Menschen organisiert, aber auch aus anderen Ländern der Region. Herr Baykara, schildern Sie uns bitte die Lage in der Osttürkei, wo ja praktisch bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Seit ungefähr Oktober letzten Jahres gibt es massive militärische Einsatz in der kurdischen Provinzen der Türkei, also Osten, insbesondere Südosten der Türkei. Es sind insbesondere die Städte Diyarbakır, Stadtteil von Diyarbakır, Sur, Cizre, Nusaybin und einige andere, die Hochburgen der Demokratischen Partei der Völker in der Türkei ist. Das ist sehr kurdisch geprägte Gebiet und der Einfluss der kurdischen Arbeiterpartei PKK ist dort sehr groß. Und es gibt einen Paradigmenwechsel in der Regierung, der türkischen Regierung oder des türkischen Staates. Das hat ja, denke ich mal, mit den Wahlen in der Türkei, die im Juni, 7. Juni 2015 stattgefunden haben. Und die AKP-Regierung konnte die absolute Mehrheit zwar erreichen, aber sie konnten nicht die Mehrheit erreichen, damit sie die Verfassung in der türkischen Verfassung ändern können. Das schuldete dem Stimmenanteil der HDP. Koalitionen konnten nicht gebildet werden, deswegen gab es eine neue Wahl im 1. November. Aber in dieser Zwischenzeit gab es massive Angriffe gegenüber der Partei HDP. Die Parteibüros wurden regelrecht auseinandergenommen, massive Unterdrückung vor Ort in den Gebieten, wo die Stimmen ganz hohe Stimmenanteile bekommen haben. Also mit jeglicher Art haben sie versucht, sozusagen HDP aus dem Rennen zu nehmen. Und im November kam HDP trotzdem rein, aber diesmal mit 10% und im Juni waren das 13,5%. AKP ist jetzt die stärkste Partei und können alleine regieren. Aber schon die Anzeichen gab es schon im Frühling 2015, wo sie sagten, wir werden das Problem anders lösen. Vorher waren Gespräche im Raum. Über 2,5, 3 Jahre gab es keine militärische Auseinandersetzung in diesem Gebiet. Und da gab es viele Gespräche zwischen beiden Parteien, also der Staates und kurdischen Befreiung, also von PKK. Und das ist gescheitert. Sie haben das zum Scheitern sozusagen gebracht, bewusst gebracht, wo sie dachten, sie kriegen die Unterstützung der HDP nicht für die Verfassungsänderung. Eigentlich liegt das Bestreben von AKP-Regierung bzw. Präsidenten Erdogan, der eigentlich zum Präsidialsystem übergehen möchte. Und da hat er da in diesen 2, 3 Jahren davor versucht, auch die kurdische Stimmen sozusagen für sich zu gewinnen. Aber nachdem sie das abgelehnt haben und Stimmanteil bekommen haben bei den Wahlen, da haben sie schon umgeschwenkt und haben zu dem alten Mittel wieder brutaler Eingriff in diese Gebiete nochmal angeschlagen und in eine Brutalität, die kaum vorstellbar ist. Also sie sind wirklich mit Militäreinheiten, mit Armee und Sondereinheiten drin. Also die Brutalität hat eine Maß angenommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber Gott sei Dank sind einige Aufnahmen hier auch öffentlich geworden. Man kann im Fernsehen Berichte sehen, auch im öffentlichen, rechtlichen. Das macht diese Massaker, konnte man regelrecht sehen, wie das jetzt vor sich hingeht. Große Städte sind ja regelrecht von der Armee umzingelt und eingeschlossen. Ja.
man hat keinen freien Zugang mehr nach außen. Also kann man sagen, dass sich jetzt dieses Kriegsgebiet Syrien, Nordirak, dass sich das bis in die Türkei ausgedehnt hat? Eigentlich war es immer so. Vielleicht dieser Format hat sich geändert. Es war ja früher auch nicht viel anders, aber es ist jetzt, ich sag mal so, das ist so ein komplexes Thema. Also was die Türkei, der türkische Staat in der letzten Zeit, in den letzten 2-3 Jahren im Nahen Osten betreibt, insbesondere nach diesem Aufstand in Syrien, wie auf einmal auch schon lange geplante Herangehensweise neue osmanische Reichsbestrebungen macht sich in allen Ebenen klar. Als diese erhoffte Unterstützung für diese absolute Mehrheit für Verfassungsänderung nicht mehr möglich war, haben sie dann umgeschlagen. Aber wie sie dann eben, das ist dann das Problem der türkischen Republik schon seit der Gründung, ist eine gewisse Angst, oder dass da ein kurdisches Autonomiegebiet oder kurdischer Staat entstehen könnte. Das ist immer ein Albtraum in der Türkei und wurde immer solche Bestrebungen oder solche Gedanken wurde immer bekämpft. Und die Türkei, also der türkische Staat, leidet dort keine Autonomiebestrebung. Es auch keine unabhängige kurdischen Staates. Also was alles, was Richtung Autonomie, Selbstverwaltung geht, ist es tabu. Und sie werden, also der türkische Staat wird in diesem Nahosten wird immer eigene Bestreben haben, sowas nicht zu dulden. Das deckt sich natürlich mit den einigen, sage ich mal, strategischen Zielen einiger Großmächte. Manchmal überlappen sie sich, manchmal überlappen sie sich nicht. Deswegen muss man manchmal gucken, in welcher Epoche welche Ziele verfolgt wurden. Aber jetzt, in der letzten Zeit, ist es so, dass sie dann massiv auch militärisch eingreifen möchten. Vor 10 Jahren hieß das unter gleicher Regierung, null Problem mit allen Nachbarländern. Das hat Erdogan immer wieder betont. Jetzt gibt es mittlerweile kein einziges Nachbarland, womit der türkische Staat keine Probleme hat. Angefangen im Irak, Syrien, also wie massiv die Türkei in Syrien eingegriffen hat, wie massiv sie Partei ergreifen und auch militärische gewisse Schritte tun, das ist zum Beispiel vor 10 Jahren oder 5 Jahren nicht der Fall gewesen. Ja, ich hätte noch eine letzte Frage an Sie. Wissen Sie, wie viele Menschenopfer es schon jetzt seit der militärischen Eskalation in der Osttürkei gegeben hat? Also man spricht von einigen hundert, aber genaue Zahlen gibt es nicht, weil da viele, also gibt es keine normale Medien, also Berichterstattungsmöglichkeiten, aber natürlich auch Kontakte von innen, also per Handy. Aber was massiv vor letztes Wochenende war, das so, dass in einem Haus, in einem Keller schon, da kann ich sagen, sonst ungefähr über 60 Menschen regelrecht getötet wurden. Türkische Regierung sagt immer, das sind Terroristen. Für sie sind die Terroristen, die sich zur Abwehr stellen, immer Terroristen. Aber da sind sehr, sehr viele Zivilbevölkerung, Kinder, Frauen dabei. Aber über genaue Zahlen hat man jetzt nicht. Aber es geht über einige Hunderte, so was man bisher von innen sozusagen mitbekommen könnte. Ja. Herr Pech, können Sie uns erläutern, wie sozusagen nochmal aus einer übergeordneten strategischen Sicht die Beziehungen der Türkei zum IS sind und was diese Beziehung jetzt für den gesamten Konflikt aktuell bedeutet? Vorsichtig ausgesprochen ist es eine sehr zwiespältige Position, die die Türkei gegenüber dem IS eingenommen hat. Einerseits sagt sie, dass sie ihn bekämpft. Auch schiebt sie ja einige der Selbstmordattentate, die in letzter Zeit gegen Veranstaltungen, Demonstrationen der HDP geführt worden sind, dem IS in die Schuhe, obwohl bisher noch überhaupt nicht geklärt ist, wer eigentlich dahinter steckt. Aber andererseits muss man klar sagen, der IS hätte nie diese Position im Irak und in Syrien aufbauen können, wenn nicht die Türkei auf dem einen oder anderen Wege sie sehr stark unterstützt hat. Und zwar sowohl mit Materialien,
mit militärischen Materialien, aber auch mit Infrastruktur, mit der Möglichkeit, dass die IS-Kämpfer die syrisch-türkische Grenze problemlos überschreiten könnte. Auch der Kampf des IS gegen Kobane wäre nie von der Heftigkeit und von der auch Dauer gewesen, wenn sie nicht doch Unterstützung im Rahmen der türkischen auch Hospitäler, die dann die Verwundeten übernommen haben, sie dort auch versorgt haben und dann wieder zurückschicken konnten. Das ist eine sehr zwiespältige Position auch gegenüber den Kurden in Syrien, als nämlich sie denen gegenüber, also Rojava, dort die drei Kantone, die dort sich zur Autonomie gebildet haben, vollkommen hermetisch abgegrenzt haben, aber den IS immer die Möglichkeit hatten, sie zu überwinden. Das ist das eine. Das zweite ist auch, dass die enormen finanziellen Mittel, die der IS sich ja nicht nur dadurch, dass er Mosul überfallen hat und andere überfallen hat, sondern auch durch Verkauf von Öl erwirtschaften konnte, dass diese Öllieferungen meistens über die Türkei gingen. Nicht, dass der türkische Staat da unmittelbar involviert war, aber die ganze Möglichkeit, sich über die Ölverkäufe Gelder zu bekommen, die sind über die Türkei gegangen. Und es hat auch in letzter Zeit, gerade im Oktober vergangenen Jahres, ist offensichtlich geworden, das haben zwei Abgeordnete der CHP sehr deutlich gemacht, dass der Giftgasangriff, der seinerzeit 2013 in Ghouta vorgenommen worden ist mit Sarin, der immer gesagt wurde, dass Assad ihn gemacht hätte, dass der mit Materialien unternommen worden ist von der Al-Nusra-Front, die über die Türkei gekommen sind. Dieses ist eine Vermutung, die schon lange in der internationalen Medien auch sich durch Seymour Hersh verbreitet worden ist, aber das ist jetzt bestätigt worden. Das heißt, um es sozusagen zusammenzufassen, wenn jetzt die Türkei sagt, wir bekämpfen den IS, dann mag das in manchen Bereichen schon stimmen. Aber andererseits muss man klar sagen, nein, sie haben ihn immer unterstützt, und zwar der politische sozusagen Kalkül war dahinter, die politische Strategie, nämlich einen Regime-Change in Syrien herbeizuführen, Assad aus der Regierung zu werfen, dass das für sie eigentlich immer die zentrale strategische Perspektive gewesen ist. Und dazu wollten sie den IS benutzen. Und da hatten sie eine breite Koalition mit den Amerikanern, mit den Saudi-Arabiern. Das heißt, dort waren, weil man ja nicht dort irgendwie Bodentruppen hineinsetzen will, da dachte man sich, den IS kann man benutzen. Aber wie das immer so ist mit Terrorbanden, sie laufen aus dem Ruder, sie werden nicht das machen, was man immer will. Insofern hat sich die Situation dort außerordentlich verkompliziert, sodass einerseits die Türken nach wie vor auf den IS setzen, wenn es darum geht, Assad zu vertreiben, aber andererseits natürlich auch nicht wollen, dass sie in irgendeiner Weise in diese Kämpfe involviert werden. Ja, ich habe jetzt noch eine Zusatzfrage. Die Al-Nusra-Front, in welcher Beziehung steht die zur Türkei oder umgekehrt? Ach, wissen Sie, ich bin vor 2 Jahren dort in der Region Rojava gewesen. Dort hat man davon gesprochen, dass es ungefähr 1000 solcher isolierten, miteinander kooperierenden, aber auch sich bekämpfenden Gruppen, Banden geben sollte. Jüngst habe ich im Spiegel und auch in amerikanischen Zeitschriften gelesen, es gäbe derer ungefähr 3000. Das heißt, es ist ein ungeheuer verzweigtes und auch zerstrittenes Feld von solchen Banden. Darin haben einige allerdings enorme sozusagen Bedeutung erlangt. Und davon ist auch die Al-Nusra-Front, die im Grunde auch ein Ableger von Al-Qaida ist. Zum Teil arbeiten sie mit dem IS zusammen, zum Teil aber, das ist mir nicht so genau bekannt, aber gibt es da natürlich auch Konkurrenzen. Denn es geht Konkurrenzen um die Unterstützung, um die Logistik, um die Finanzierung und um den militärischen Nachschub und so weiter. Das heißt,
auf jeden Fall ist es nicht so, dass man die zu den gemäßigten Rebellen zählen kann, sondern das ist ebenfalls eine Rebellenfront, die ganz eindeutig auch den Umsturz in Damaskus verfolgt und dann ihre eigenen Ziele natürlich und auch natürlich in der Konkurrenz dann zum IS und zu anderen Organisationen steht. Ja, und ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, die Türkei ist NATO-Mitglied und insofern ist alles, was in dieser Region jetzt passiert, auch unter NATO-Verantwortung. Denn die Türkei, oder wie kann man das sagen, handelt die Türkei da auch selbstständig, ist sie nicht zu bändigen oder das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dass sie ja, aber auch da das ist wieder sehr zwiespältig. Es ist so, in der Tat, es ist ein NATO-Land und von dort her hat die Türkei auch immer, gerade gegenüber ihren eigenen Kurden, eine Unterstützung durch die NATO bekommen. Die sind nie in ihrer 20-jährigen Geschichte eingeschritten gegen die militärischen Maßnahmen, die ja schon früher und die kriegerischen Maßnahmen gegen ihre Kurden im Südostanatolien vorgenommen haben. So ist es auch jetzt wieder. Das ist eben das auch eigentlich Zynische der Politik, dass ein NATO-Land wie Deutschland wegen der Flüchtlingsproblematik sich abkaufen lässt, eine Stillschweigen gegenüber dem, was die Türken im Augenblick mit ihren Kurden, mit den eigenen Bürgerinnen und Bürgern im Südostanatolien machen. Das heißt, sie bleiben still und sagen das auch ganz offen. Wenn man das eine will von dem, muss man mit dem anderen schweigen. Und so ist es eben so, dass die Türkei politisch einen immensen Spielraum hat, zu machen, was sie will, weil sie weiß, die NATO-Länder, insbesondere in Europa, sind darauf angewiesen, dass sie sozusagen die Flüchtlinge von den Grenzen Europas fernhält. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem und das spielt sie also auch bedenkenlos aus und insofern hat sie eine sehr, sehr dominante Position dort eingenommen. Zu dem Punkt wollte ich noch vielleicht noch zwei Beispiele geben, aktuelle Beispiele. Auch wenn die Türkei natürlich ein sehr wichtiger NATO-Partner für alle Verbündeten ist, auch geostrategisch eine enorme Rolle spielt in NATO, auch in früheren Zeiten als Grenzgebiet zur Sowjetunion und ist Iran, Irak, Syrien, alle Krisengebiete. Dennoch gibt es manchmal in taktischen Punkten Auseinandersetzungen. Jetzt ein Beispiel, jetzt letzte Woche hat das Außenministerium in den Staaten haben zum Beispiel PED, diese auf Deutsch heißt es Demokratische Partei Syriens, in Rojava. Mhm. Die Türkei erklärt PED eigentlich die Hauptkraft, sich als Hauptkraft bestätigt hat, dass sie dann eben gegen IS als einzige Kraft dort agieren kann und bei deren Verdrängung eine enorme Rolle gespielt hat und eine Kraft geworden ist in Nordsyrien, südlich der Türkei. Die Türkei erklärt PYD als eine terroristische Organisation, möchte sie in keinen Verhandlungstisch haben. Haben sie dann das durchgesetzt, dass sie zum Beispiel in Genf auf Druck der Türkei und Saudi-Arabien durfte die Vertreter von PYD nicht dabei sein. Mhm. Und dann war ein Vertreter von Außenministerium der USA in Rojava, hat PYD dann Gespräche geführt. Das hat der Türkei gar nicht gefallen. Dann wurde dann deren Vertretung in Ankara gerufen und da haben wir ein Gespräch geführt. Oder dann dieser Einsatz, militärischer Einsatz bestimmter Truppen, ungefähr 25 Panzer und 300 Soldaten der türkischen Armee in der Nähe von Mosul in so einer Basisstation. Sie sind eingedrungen und die Zentralregierung in Bagdad hat gesagt, das ist ein Eingriff, das geht nicht. Und eigentlich wollten sie diese Einheiten dort lassen, die Türkei, und die USA hat aber Druck gemacht, hat gesagt, sie müssen jetzt ihre Einheiten zurückziehen. So, und dann haben sie zurückgezogen, teils in diesem Autonomiegebiet in irakischen Kurden, also in dieser Region von Barzani, und teils haben sie wieder in die türkische Zone zurückgezogen. Was ich sagen möchte, es gibt schon gewisse natürlich Interessen, auch die Türkei, die sie selber, wie sie ihre Außenpolitik betreiben wollen, dass sie durchsetzen möchten. Das passt manchmal den US-Amerikanern und den Europäern nicht.
Manchmal decken sich die Interessen, aber wenn es hart auf hart kommt, natürlich, dann durchsetzen sich die großen Mächte, also die europäische NATO-Partner oder hauptsächlich die USA, sie geben uns doch diesen Marschrichtung. Mhm. Und dann lenkt schon die Türkei dann zurück, weil so stark ist die Türkei auch wieder nicht. Aber sie versuchen immer wieder, ihre Dinge, ihre Politik durchzusetzen. Manchmal überlappen sich die Interessen, manchmal nicht. Aber im Grunde genommen machen sie doch zum Schluss, was die Großmacht, die USA und die anderen in der NATO sagen. Man kann das in Folgendem sehen. Durchgesetzt hat die Türkei im Augenblick, dass die Vertreter der Kurden in Nordsyrien, also von Rojava, nicht an den Gesprächen teilnehmen. Das hat die Bundesrepublik und auch die Amerikaner hingenommen. Auch die haben nicht interveniert und gesagt, nein, die gehören natürlich als eine der wichtigsten Organisationen, die wirklich auch damals die Sinjar-Gebirge dort befreit haben vom IS. Die gehören dazu. Das Zweite ist, was ausgesprochen gefährlich im Augenblick ist, wir wissen, dass die Türkei ihre Hand auf den Norden Syriens, auf die Kurdengebiete legen will, weil nämlich Rojava, dort die PYD, mit der PKK auch zusammenarbeitet. Dort gibt es ein enges Verhältnis, einen engen Austausch auch zwischen den Kurden in Südostanatolien und in Nordsyrien. Das will Erdogan auf jeden Fall verhindern. Und es gibt die Gerüchte, dass im Grenzgebiet auch Militär, auch türkisches Militär zusammengezogen worden ist, um eventuell doch das, was sie immer wollten, einen Gürtel, sozusagen eine Pufferzone dort zu errichten, wo sie genau militärisch also bestimmen können, was sie wollen. Das würde bedeuten, dass sie nicht nur die Kriegsmöglichkeiten in ihrem eigenen Land haben, sondern auch die Kriegsmöglichkeiten in Syrien. Die Gefährlichkeit des Ganzen ist auch, dass von Saudi-Arabien ebenfalls gesagt wird, wir wollen dort in dieses Gebiet durchaus auch unsere Bodentruppen hineinschicken. Das heißt, Syrien ist im Augenblick ein offenes Land. Das hat begonnen mit den Amerikanern. Und die Türken können sich jetzt darauf berufen, auch die Amerikaner hatten kein völkerrechtliches Mandat. Das ist völkerrechtlich widerrechtlich gewesen, dass sie dort eingegriffen haben. Wenn die Amerikaner das können, dann machen wir das auch. Und dieses ist etwas, was die ganze Situation außerordentlich kriegsgefährlich nach wie vor macht bei allen Fragen auch der Flüchtlingspolitik. Also in den hiesigen Medien wird das ja verkauft unter Einrichtung einer Sicherheitszone für Flüchtlinge. Aber in Wirklichkeit versteckt sich dahinter, dass die Türkei da eine Militärbasis errichten möchte. Genau, sie will sozusagen die Oberaufsicht über das Gebiet haben, das kurdische Siedlungsgebiet im Norden Syriens. Ein Gebiet, welches auch untereinander relativ dezentral, das sind drei Kantone, bei denen es nicht möglich ist, jetzt zwischen zwei Kantonen ist die Verbindung gezogen worden, aber zu Afrin ganz im Westen bei Aleppo ist es immer noch nicht. Das sind isolierte Kantone, die natürlich militärisch außerordentlich fragil sind und auch angreifbar sind. Das wollen sie auf jeden Fall unter ihre militärische und auch politische Oberherrschaft bringen. Und daran, genauso wie sie auch nach wie vor Assad beseitigen wollen, das sind ihre strategischen Ziele. Und da bin ich skeptisch, ob die Amerikaner und auch die Deutschen da so dagegen sein werden, wenn sie nach wie vor den NATO-Partner in anderen Bereichen, nämlich der Anti-Flüchtlingspolitik, so stark brauchen. Ja. Da komme ich jetzt auf eine andere Frage. Die Bundesregierung überlegt oder hat zumindest überlegt, auch offen überlegt, ob sie die Türkei nicht als sicheres Herkunftsland erklären soll. Ist das unter den gegebenen Bedingungen überhaupt denkbar? Also im eigenen Land Bürgerkriegszustände? Und wie gesagt, das betrifft ja alles die große Volksgruppe der Kurden, die also auch im Irak und in Syrien vertreten sind, wo also auch die Türkei sich einmischt. Also wie ist das jetzt, wie wird das ausgehen? Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung da ernsthaft
Überlegungen anstellt. Denn eins muss man sagen, so zynisch ihr Verhältnis zu dem Krieg in Kurdistan ist, sie weiß genau, was dort abläuft. Und die Kurden dort haben auch in Diyarbakir, Cizre, Silopi gesagt, wartet ab, eventuell bekommt auch Europa jetzt noch eine Welle kurdischer Flüchtlinge. Und die haben auch keine sozusagen innerstaatliche Alternative. Denn an den Grenzen Syriens und so warten zigtausend jetzt allmählich auch dort hineinzukommen. Und das ist etwas, was jetzt auch nicht als Argument von den Deutschen benutzt werden kann. Ja, ja, das ist ein sicheres, die können wir dort alle sozusagen zurücktun. Da bin ich der Überzeugung, so weit kann es nicht gehen. Aber wenn man nicht den Krieg in Kurdistan auch beendet und den Druck auf die türkische Regierung ausübt, dann wird sich dort eine weitere Flüchtlingswelle ergeben, die auch dann über sozusagen Zentralanatolien, Westanatolien bis nach Griechenland, Mazedonien und auch nach Deutschland vordringt. Herr Baykara, können Sie uns etwas sagen, wie groß der Anteil von Kurden jetzt vielleicht schon ist unter den Flüchtlingen aus Syrien und Irak? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, keiner weiß das so richtig. Aber das sind also die, wir jetzt vor Ort in Berlin oder in anderen Städten, wo unser Verein auch Föderation organisiert ist, nehmen wir das auch. Das sind sehr eigentlich aus Syrien stammen. Das sind auch, es ist ja, auch wenn wir jetzt von diesem Kurdengebiet reden, da sind auch andere Minderheiten, da sind Jesiden, da sind arabische Minderheiten und sonstige Assyrer und christliche Assyrer und so, die sind auch mit dabei. Aber ganz genau Zahlen könnte ich jetzt nicht geben, das ist jetzt im Moment sehr, sehr unübersichtlich. Alle werden unter Syrer im Moment erfasst. Die genauere, sozusagen detaillierte Angaben, die könnte man jetzt zurzeit, glaube ich, nicht geben. Ja, Herr Pich, bei Ihnen möchte ich noch mal nachfragen, wie groß ist denn die Gefahr einer weiteren Eskalation des Konflikts in Syrien, aber eben auch im Irak? Weil es melden sich ja jetzt sowohl Jordanien als auch Saudi-Arabien bereits, dass die da Bodentruppen hinschicken wollen. Ja, dieses, das muss man nüchtern sehen, ist wohl der kriegsgefährdetste und die sozusagen explosivste Ort in der Welt, Syrien und Umgebung. Im Augenblick sind über 15 Staaten, zum Teil NATO-Staaten, EU-Staaten, aber auch darum herum aus den Golfstaaten, aktiv in diesem Krieg in Syrien mit irgendeinem, sowohl mit Militär, aber auch mit Finanzen, mit Unterstützung politischer und so weiter, sind sie dort präsent. Die Grenzen sind vollkommen offen. Die Grenzen in Irak sind offen. Israel versucht, seine Grenze dicht zu halten, ist aber gleichzeitig ebenfalls militärisch aktiv, auch in Syrien, nach Jordanien, Libanon. Entschuldigung, in welcher Form ist Israel militärisch aktiv? Die sind mit den Geheimdiensten und mit Aufklärung. Es soll sogar sein, dass sie in manchen auch dann Raketen und auch mit Flugzeugen dort intervenieren. Dann wissen wir auch, das ist ebenfalls gesagt worden, dass sie zum Teil auch verwundete IS-Kämpfer aufgenommen hat, das in ihren Krankenhäusern gepflegt haben, sie wieder zurückgezogen sind. Das heißt, Israel ist in der Tat auch dort mit einer der Kriegsparteien, weil sie natürlich auch eine Grenze zu Syrien haben und daran interessiert sind, dass auf jeden Fall Syrien geschwächt bleibt. Denn je schwächer Syrien ist, desto sicherer vermeintlich scheint Israel zu sein. Wir müssen auch immer noch sehen, da sind immer noch die Golanhöhen besetzt. Auch das ist völkerrechtswidrig eigentlich, hat Syrien einen Rückgabeanspruch. Das heißt, es sind auch dort immer noch Grenzprobleme zwischen Israel und Syrien. Aber nicht nur dort, sondern es ist insgesamt ein absolut vulkanisches Gebiet im übertragenen Sinn. Und da könnte auch die Konfrontation zum Teil zwischen Russen und Türken dann sein, so wie man jetzt versucht, dass die
russischen Bombardierungen und Angriffe auf den Westen, Nordwesten Syriens nicht sich irgendwie überschneiden mit jenen Aktivitäten der USA, die mehr im Zentrum und mehr im Osten liegen. Das heißt, es ist außerordentlich, man sagt volatil, außerordentlich schwierig, dort den Konflikt sozusagen begrenzt zu halten. Die Flüchtlinge gehen ja nicht nur nach Syrien, nach Türkei, sondern auch Irak, nach Libanon, nach Jordanien. Das heißt, es ist quillt über in alle Grenzen und es werden auch natürlich dort Stellvertreterkriege. Iran ist aktiv mit den Pasdaran ebenfalls. Jetzt wollen die Saudis dort hinein. Also an allen Ecken und Enden wird dort gezündelt und das ist eine außerordentlich gefährliche Situation. Diesbezüglich vielleicht, also die eigentlich, man kann das sich jetzt auf diese konfessionelle Konflikt natürlich erst reduzieren, aber da ist schon auch auf in diesem Weg, also in diesem Bereich auch massive Auseinandersetzung, was diese sunnitische Vorherrschaft im Nahosten und schiitische angeht. Iran ist ein Land, was die USA seit Jahren nicht kleinkriegen kann, auch durch Embargo und alle möglichen. Die USA und Westmächten haben dann jetzt im letzten Jahr schon erkannt, dass ohne Iran das Problem in dieser Gegend nicht zu lösen ist. Das gefällt auf der einen Seite der Türkei und Saudi-Arabien gar nicht. Und diese Auseinandersetzung in Jemen und einigen anderen Staaten, auch mit schiitischen, sunnitischen Milizen und durch Eingreifen der Saudis in Jemen, also militärischer Eingriff und so weiter. Also dieses ganze Gebiet ist eigentlich ein Pulverfass. Es sind so kleine Minderheiten, die in gewissem Gebiet zu einer anderen Konfession gehören und die haben immer ihre Milizen irgendwie. Wie Herr Pesce eben gesagt hat, dieses Stellvertretungsrecht, das ist alles ziemlich unübersichtlich geworden. Jetzt versuchen die Großmächte schon versuchen, jede für sich das Beste herauszuziehen. Also in Riad hat es vor kurzem einen Zusammenschluss gegeben von Al-Nusra und einigen anderen islamistisch-dschihadistischen Gruppierungen. Und sogenannte gemäßigte Rebellen. Sie werden kommt darauf an, wer wen wie gemäßigt bezeichnet. Und die Türkei hat das unterstützt. Und da war zum Beispiel aus Nordsyrien, also aus diesem PED-Bereich, niemand eingeladen. In der gleichen Zeit hat sich aber in Rojava ein Treffen stattgefunden, wo PED und andere dort aktive oppositionelle Kräfte, unter anderem demokratisch-syrische Armee oder Freie syrische Armee. Die wiederum auch von den Amerikanern militärische Unterstützung bekommen. Das heißt, die Amerikaner haben in beiden Treffen ihre Hände drin. Und auf der anderen Seite hat Russland zum Schluss mit militärischer Präsenz schon gewisse Vorzüge an sich angearbeitet. Das heißt, sie haben enge Kontakt zu kurdischen Gruppierungen, PYD auf jeden Fall. Sie haben natürlich die Unterstützung des Assad-Regime und sie sind einzige mit syrischen jetzigen Regierungsarmee in der Lage, bodentruppenmäßig dort aktiv zu agieren. Das heißt, sie schaffen Fakten. Also es ist, im Moment sieht das so aus, dass Iran, Russland, syrische Armee, also Syrien, Assad-Regime und Hezbollah aus dem Libanon gemeinsam so eine Art Front bilden und versuchen, PYD mit dabei zu haben, die relativ sich neutral verhalten die ganze Zeit. Auf der anderen Seite sehen die Amerikaner ein gewisses Problem dabei. Die Türkei gefällt es gar nicht, dass Russland sich so einfach breit macht und in erster Linie auch die dschihadistische Gruppierungen, militärische Gruppierungen wie Al-Nusra und andere bombardieren, das gefällt ihnen gar nicht. Deswegen diese Grenzoperationen und dieses Flugzeugabschuss von russischen Flugzeugabschuss, das sind natürlich hochempfindliche Momente. Ich habe letztens in einer Zeitschrift gelesen, das erinnert sich an diese Kuba-Krise
1962 in der Phase, hochexplosiv, hochkomplex, und es wird sich irgendwie formatieren. Es sind sehr viele Kräfte im Spiel, es sind mehrere Spannungsfelder und man weiß nicht, wie das sich entwickeln wird. Es ist auf jeden Fall, haben die großen Mächte, NATO-Mitglieder, sowieso NATO an sich, aber auch Russland, spielen da eine große Rolle mit örtlichen Kräften. Unsere Verbündete wechseln sich manchmal. Mhm. Aber im Moment sieht die Achse wirklich so aus: Hisbollah, Iran, Assad-Regime und Russland auf einer Seite, und dann suchen sich die anderen Partner aus und schaffen richtig Fakten. Herr Piech, ich möchte noch eine Frage an Sie als Völkerrechtler stellen. Wie sind einzuschätzen die Bombardierungsengagements seitens Russlands und seitens der USA, die ja beide jetzt in Syrien eingreifen und die USA ja auch im Irak? Mhm. Gut, sehen wir uns sozusagen die ersten Bombardierungen an, das waren die USA im Irak. Das ist völkerrechtlich unproblematisch gewesen, weil sie nämlich dort einen, nicht nur Zustimmung, sondern geradezu eine Nachfrage der Bagdad-Regierung bekommen haben, um gegen den IS vorgehen zu können. Das ist sozusagen ganz gar kein Problem. Problematischer wird es allerdings, als dann die USA sich entschlossen, auch in Syrien ihre Bombardierung gegen den IS, und zwar insbesondere ganz im zentralen Bereich in Raqqa, durchzuführen. Dafür gab es weder ein Mandat des Sicherheitsrats, darum haben sie sich nicht bemüht, und vor allen Dingen gab es auch keine Zustimmung der Regierung in Damaskus. Das wäre notwendig gewesen, und die USA haben da ganz großspurig gesagt, mit Assad reden wir nicht, wir machen das einfach. Das ist nach völkerrechtlichen Grundsätzen vollkommen unzulässig. Die Souveränität auch eines Staates, wo man die Regierung als illegitim hält, ist auf jeden Fall dann, wenn sie legal ist, immer noch eine Regierung, und die Souveränität, die territoriale Integrität ist zu achten. Das heißt, die USA haben ihr Engagement dort einfach so durchgeführt, weil sie sagten, ja, wir wollen das so, und diese Regierung, die halten wir für illegitim, aber sie ist es nicht, die UNO erkennt sie ja nach wie vor an. Anders ist es mit den Russen, die ja sehr viel später dann auch eingegriffen haben, und die Russen haben durchaus ja auf Nachfrage und Anforderungen der Regierung in Damaskus gehandelt. Das heißt, das ist dort genauso unproblematisch völkerrechtlich wie das Engagement der Amerikaner im Irak. Aber das ist die Asymmetrie des ganzen Situation jetzt. Und das kann man auch nicht damit irgendwie sozusagen schönreden, wie die Amerikaner machen, aber wir tun das doch im Interesse auch der Syriens. Nein, nein, dahinter steht ganz klar, dass sie sagen, wir wollen Assad beseitigen. Und deswegen ist es absolut notwendig, hier auf das Völkerrecht auch nochmal hinzuweisen. Das geht so nicht. Vor allen Dingen, weil jetzt die Gefahr ist, Saudi-Arabien sagt auch, wir werden dort uns engagieren. Die Türkei sagt, wir werden uns dort die Schutzzone holen. Einfach, als wenn das sozusagen ein offenes Land ist, welches völkerrechtlich überhaupt nicht mehr geschützt ist. Das geht absolut nicht. Aber das ist ein großes Problem. Ja, gibt es Zusammenhänge oder vielleicht auch Widersprüche, Probleme zwischen den kurdischen Bewegungen in der Türkei, in Syrien und im Irak? Also im Irak, im Nordirak ist dieses Autonomiegebiet Präsident Barzani, und von der historischen her versteht sich Barzani mit PKK allgemein nicht so gut. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Barzani-Regime ist relativ eng, sie verstehen sich relativ gut. Aber die in diesen syrischen kurdischen Kantongebieten, diese Selbstverwaltungsregime in Rojava und Schengen und so weiter, da hat YPG eine große Rolle, die aber der PKK sehr nahe steht. Das heißt, auch wenn wir sagen,
im Nordirak, also Irak, Kurdistan und in Syrien und der Türkei, also diese PKK als Befreiungsbewegung, nationale Befreiungsbewegung der Kurden in der Türkei, die im Syrischen sich sehr, sehr nahe stehen, auch ideologisch und politisch, ist für Irak und Kurdistan nicht gesagt. Aber man sollte auch dieses Autonomiegebiet sich näher anschauen. Zwar ist Präsident Barzani, aber das sind auch, ist auch eine große Kraft Talabani. Und das ist ein föderalistisches System dort in diesem Autonomiegebiet und besteht aus zwei Gebieten. Und eigentlich steht Talabani der YPG und der PKK näher und das stört natürlich Barzani. Barzani ist Verbündeter der Amerikaner, proamerikanisch eingestellt. Im Moment geht es ihnen wirtschaftlich eigentlich gut, aber innerhalb dieser Regierung im irakischen Kurdistan gibt es Unstimmigkeiten. Die Amtszeit von Barzani ist im August 2015 beendet und es sind keine Neuwahlen eingeführt worden. Mhm. Es gibt großen Widerstand im Irak, in anderen Gebieten, also im Autonomiegebiet, die Barzani-Anhänger und da ist dann noch einer mal in Mustafi, die sind damit nicht einverstanden. Es gab große Demonstrationen im Herbst 2015. Mhm. Also da ist auch nicht alles spannungsfrei. Aber von Gesamten, wenn man, es gibt natürlich viele, viele kleinere kurdische Gruppierungen, aber wenn man das ganz grob nimmt, PKK als eine nationale Befreiungskraft oder Organisation oder Partei in der Türkei und wo sie stationiert sind in den Gebieten in Nordirak und Barzani verstehen sich nicht so gut, aber syrische Kurden, also YPG und PKK, stehen sich sehr nah. Mhm. Und dann gibt es auch zwischen der Zentralregierung im Irak und dem Autonomiegebiet schon Konflikte. Das geht auch mal ein bisschen so, geht ein bisschen in die Thematik rein, Schiiten, Sunniten, aber das ist nicht, natürlich nicht nur damit abgedeckt. Was ich sagen möchte, ist, auch irakische Kurden unter sich sind unter sich gestritten. Mhm. Das macht das Ganze also ziemlich komplex. Aber als es um diese Verteidigung um Rojava ging und um Kobane, dann gab es einen Moment, wo dann auch viele kurdische, als ich ideologisch nicht so gut verstehe, gab es einen Moment, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir helfen. Ja. Dann gab es diesen Korridor, dann wurden die aus Autonomiegebiet, aus dem Irak, Militäreinheiten nach, verlegt. Und dann andere, auch von syrischen Armeen, Teile sind zu Kobane, haben auch Unterstützung angeboten. Auch Teile von der PKK-Guerilla haben sie auch unterstützt. Mhm. Es gab schon, als es darum geht, ums Überleben gegen IS, der Kobane, das musste sein. Und da haben sie sich schon gegenseitig geholfen. Aber das blendet das nicht ab, dass sie untereinander gestritten sind. Innerhalb ihre Autonomiegebiet im Irak und untereinander. Und dafür muss man sagen, es gibt auch eine andere Kraft, wie Sie wissen, das ist dann eben diese Kraft im Iran, also die stehen auch der PKK nahe, ich habe die Bezeichnung vergessen. Kurden im Iran. Ja, Iran, genau, die sind auch im Nordirak stationiert, also dort haben sie auch ihre militärischen Einheiten, die spielen in bestimmten Gebieten im Kampf gegen IS auch eine relativ große Rolle. Also es gibt viele, viele so kleinere, größere Gruppierungen, die in gewissen Momenten eine entscheidende Rolle spielen, die wir jetzt gar nicht so richtig aufzählen können. Das ist richtig komplex. Aber ich würde sagen, diese Vertreter von Autonomiegebiet, zumindest Barzani, ist sehr Türkei- und USA-freundlich. Es gibt auch ökonomische Verhältnisse. Und wenn Barzani jetzt im Innenpolitik Probleme hat, nähert er sich sofort der Türkei und führt Gespräche in Ankara. Also diese Beziehung ist viel näher als zu den anderen kurdischen Befreiungskräften. Ich war 2013 in Rojava und auch in Erbil, also im Norden des Iraks, und habe das richtig auch vor Ort erleben können. Zum einen ist es so, dass ja die PKK sich seit etlichen Jahren zurückziehen konnte in die Kandilberge im Nordirak. Und das ist ein Gebiet, in dem Talabani das Sagen hat, nicht Barzani. Und dort macht sich der Widerstreit zwischen Talabani und Barzani deutlich, während Barzani jetzt kürzlich auch wieder gefordert hat, dass die PKK die Kandilberge rausgehen, sagt Talabani, nein, das ist euer Gebiet, da könnt ihr drin bleiben. Das ist das eine. Das zweite ist, als ich dann über
den Weg von Erbil über Dohuk an Mosul vorbei nach Rojava nahm, dann habe ich in der Tat auch Kurden aus der Irak gesehen, die nach Rojava wollten, um Kobani zu helfen. Die wurden aber abgeblockt. Die Grenze zwischen Rojava, also Nordsyrien, und dem kurdischen Gebiet im Irak ist geschlossen. Von irakisch von Barzani. Barzani, weil eben auch hier die PYD, das heißt also die Kurden im Norden Syriens mit der PKK zusammenarbeiten. Nein, da haben sie das und boykottieren das auch. Das heißt, die Situation in Rojava ist sehr gefährlich. Sie werden boykottiert und die Grenze ist geschlossen gegenüber der Türkei, aber auch gegenüber Irak, weil Barzani dort die Grenze dicht hält. Und im Süden ist Daesh, also da ist der IS auch. Insofern ist die Situation dort sehr, sehr schwierig. Und das ist auch das Problem für die Kurden insgesamt. Und es ist ein letztes. Kürzlich hat jetzt Barzani ja verkündet, sie wollen ein Referendum machen für die Unabhängigkeit des Nordens des Iraks. Sie wollen dort einen kurdischen Staat haben. Das hat er immer schon angedeutet, aber mir wurde auch in Erbil gesagt, solange die USA das nicht wollen, hat er auch keine Chance. Jetzt versucht er aber sozusagen seine Bedeutung etwas wieder hervorzuholen und will diesen alten Plan eines eigenen kurdischen Staates. Und da wird er auch unterstützt durchaus von Erdogan, der dort auch ein sehr zwiespältiges Spiel spielt, weil er sagt, gut, wenn die USA und wir dahinter sind, dann ist das für uns auch eine, sozusagen ein Staat, mit dem wir rechnen können und mit dem wir auch wahrscheinlich PKK und PYD in den Grenzen halten können. Also ein hochdiffiziles Machtspiel, was auch mit den leider unter den Kurden auch sehr zerstrittenen Fraktionen spielt. Ja, Herr Piech, Sie haben einen Appell veröffentlicht. Bitte sprechen Sie über den Appell oder werben Sie für Ihren Appell. Ja, das war schon im Ende 2015, dass wir uns sagten, dieser Krieg, der jetzt wieder von der Armee gegen die Städte in Südostanatolien, die kurdischen Städte, inszeniert wird, der ist so grausam und der führt zu nichts. Der schärft die Situation, unendliches Leid wird wieder darüber gebracht und alle Ansätze eines Friedensprozesses, den man ja in den Gesprächen mit Öcalan einmal aufgebaut hat, sind einfach damit zu Ende. Und niemand hat sich drum gekümmert. Gut, was tut man dort, wenn die Politik nichts macht, denn wird immer wieder verwiesen auf die Zivilgesellschaft. Wir haben nichts anderes gemacht als einen Appell an die Bundesregierung, Druck auf die türkische Regierung auszuüben, einfach den Krieg zu stoppen. Die militärische Lösung ist keine Lösung in Südostanatolien. Wir haben im Grunde nichts anderes gemacht, was dann später auch die über 1000 Schriftsteller, Intellektuellen in der Türkei gemacht haben, die genau den gleichen Appell eigentlich inhaltlich auch stoppt den Krieg in Kurdistan und wo sie dann unter enormen Druck und Repressionen und Verfolgung durch die türkische Regierung gekommen sind, sodass jetzt wieder hier auch Appelle sind, diese Intellektuellen gegenüber der türkischen Regierung zu unterstützen, dass die nicht in ihrer Äußerungsfreiheit und in ihren Grundrechten eingeschritten wird. Also es ist sozusagen ein vielfältiges Appellgerüst, welches sich gegen die Aktivitäten der türkischen Regierung, die sowohl gegenüber der kurdischen Bevölkerung wie der eigenen Intellektuellen eigentlich mit rechtsstaatlichen und europäischen Standards überhaupt nicht zu vereinbaren sind. Dieses etwas, und ich werde jetzt auch Ende Februar nach Diyarbakir versuchen, auch nach Cizre, Silopi, in diese Städte zu kommen, um zu sehen, wie die Situation dort ist. Denn man muss sehen, wir erfahren zwar eine ganze Menge darüber, aber wir erfahren garantiert nicht das, wie es dort wirklich aussieht. Zwar ist natürlich unser Thema Türkei, Kurdistan und dieser ganze Nahostkonflikt. Und die Rolle der Türkei oder der AKP-Regierung, insbesondere der Person Erdogan, also des Präsidenten der Türkei, ist natürlich jetzt Schwerpunkt des heutigen Gesprächs. Aber einer geht mit dem anderen zusammen.
aggressive Haltung eines Staates macht sich auch mal in Innenpolitik sehr bemerkbar. Im jetzt Thematik Kurdenproblematik ist ja klar, dass sie dann diesen brutalen Weg angeschlagen haben, das militärisch sozusagen, sie reden vom Auslöschen im wahrsten Sinne des Wortes. Auch diesen Begriff muss man völkerrechtlich mal unter die Lupe nehmen. Aber alle anderen demokratischen Kräfte, alle möglichen Rechtsformen in der Türkei wird sozusagen zunichte gemacht. Jede oppositionelle Bewegung, die diese Bestrebung der Intellektuellen, diese Professoren und Hochschuldozentinnen und welcher Druck ausgeübt wurde. Und aber dann auch jegliche andere Bewegung, demokratische Bewegung wird sozusagen erstickt. Es ist eine enorme, im Moment eine massive Faschisierung der Türkei auf allen Ebenen. Zwar ist es natürlich im kurdischen Gebiet militärisch brisant und das macht sich natürlich, das ist natürlich sehr, sehr traurig und das ist sehr schlimm, aber genauso ähnlich läuft das nicht vielleicht im militärischen Druck, aber mit allen möglichen anderen Mitteln. Auch jede Demonstration wird brutal auseinandergenommen. Jegliche dieser Bombenanschlag zum Beispiel in Ankara, das war eine Demonstration, das war eine Kundgebung von den Gewerkschaften und ähnlichen Organisationen organisiert worden. Über 100 Tote. So ähnliches war in Suruç vor den Monaten. Also das heißt, jede demokratische Bewegung, jeder Demokratisierungsprozess, jede Bemühung wird brutal angegriffen. Und natürlich in einer ganz anderen, größeren Dimension, natürlich in kurdischen Gebieten, in den Städten, wie Herr Peter eben das dargestellt hat. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, die wir nach dem in dem Jahr 1980 in der Türkei hatten, Militärputsch, so ähnliche Umstände haben wir. Kurz davor war das auch ähnlich. Da ist auch alles unübersichtlich. Das kommt darauf an natürlich, dass die demokratischen Kräfte in der Türkei sich zusammenschließen und sie versuchen, das auf die Beine zu bringen. Es gab gestern und vorgestern große Versammlungen, über 1200 Intellektuelle haben sich gesammelt und es gibt Erklärungen, aber der Staat, die türkische Regierung versucht, solche Bestrebungen mit allen Mitteln zu unterdrücken. Und man darf auch nicht vergessen, als die AKP sich gegründet wurde 2001, da waren ein Sammelbecken von konservativen, religiöseren, reaktionären Kräften. Alles ist in dieser Partei zusammengeschmolzen. Es gab kaum irgendeine konservative nationale Partei, außer diese nationalistische MHP. Ihre eigenen Verbündete werden auch ausgeschlossen. Diese Fethullah Gülen, der in den Staaten lebt, der wurde richtig, also seine Angehörige auch, die im Polizeiapparat, im Justizbereich großen Einfluss hatten. Eins nach dem anderen werden sie ausradiert. Sie werden, einige Zeitungen werden angegriffen, Fernsehsendungen werden verboten. Also das heißt, ein massiver Angriff auf jegliche Demokratiebestrebung in der Türkei, aber in einem ganz, ganz, ganz kurzen Format, natürlich kriegerisch in Kurdistan. Mhm. Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide. Okay. Danke. Ja. Mhm.